So, wir haben zwar schon recht spät am Abend, es ist jetzt gleich 10:30, aber ich habe mir gedacht, warum nicht? Nimmst du einfach noch eine Folge auf mit Europa Universalis 4, weil es ist gerade so spannend. Und insofern sitze ich jetzt gerade noch hier und nehme noch weiter auf. So, wie sieht es in Amerika aus? Gut sieht es da aus, stabil sieht es da aus. Keine Gegenwehr bisher, weder von England noch von Österreich noch von sonst irgendjemandem, gegen den wir kämpfen. In Europa war das ein klein wenig anders, da haben wir ein bisschen Gegenwind gehabt, aber das haben wir jetzt auch überwunden. Und wir nehmen jetzt gerade Stück für Stück immer mehr von Österreich ein. Österreich ist, soweit ich weiß, auch nicht mehr der Kaiser des Heilig-Römischen Reiches. Wie sieht's denn aus? Brandenburg ist jetzt nämlich der Kaiser. Ja, gut. Kann man jetzt von halten, was man will. Achso, die Truppen hier kann ich eigentlich mal noch nehmen, um hier so ein bisschen den Kleinkrust hier zu killen. Ich brauche noch einen General auf jeden Fall. So, es werden Fälle produziert in Blabla und Blabla ist eigenständig. Dann können wir hier gucken, dass wir weiter kolonisieren. Weil je mehr Kolonien wir haben, desto Bums. So einfach ist die Regel. Aber das ist eigentlich mit allem die Regel. Also je mehr, desto Bums. Wir können die Pause natürlich auch aufheben. Und dann mal gucken, dass wir Konstanz noch einnehmen. Also, beziehungsweise die Truppen, die in Konstanz rumhängen, mal noch schlagen. Genauso die Truppen, die in Memmingen rumstehen. Wo lauft ihr hin? Nach Graubünden. Ja, können wir vielleicht gucken, dass wir danach noch hinäumeln. Mal schauen. Die einfach so ein bisschen beschäftigt halten. Gent rebelliert. Auf Nimmerwiedersehen. Kriegt der Gent noch. Dann noch Namur und Lüttich. Der Rest gehört mir. Würde ich sagen. Das ist doch ein netter. Oh, verdammt. Thronfolger wird krank. Also 50% Chance, dass er überlebt. Er ist natürlich gestorben. Klar. Aber der nächste ist schon nachgerückt. Und zwar Louis. Und der ist beschissen. Scheiße. Ja, hier müssen wir eingreifen. Ich hoffe, wir kommen da noch rechtzeitig. Aber ich glaube es nicht. Nein, sieht nicht so aus. Verdammt. Wachsende Konkurrenz im Ausland. Wir können neuen Zoll erheben, das machen wir. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Niederlande hier oben unterstützen in ihrem eigenen Land, weil ansonsten wird das Ganze so ein bisschen schmerzhaftig. Ja, wobei, vielleicht können wir da einzelne Truppen rauspicken. Nämlich die da, bam, die haben wir komplett zerlegt. Und dann vielleicht Konstanz. Angriff von zwei Seiten wäre super. Trient haben wir eingenommen, dann können wir ja noch Treviso einnehmen. Ja, da stehen jetzt halt 20 Truppen rum. Ich weiß nicht, ob es so ratsam ist, da reinzugehen, aber vielleicht denkt sich mein Vasall, warum nicht? Nee, denkt er sich nicht. Er marschiert dran vorbei. Braver Vasall, so ist schön, so will ich das sehen. So, sobald Tirol eingenommen ist, falle ich hier mit beiden Armeen in Konstanz ein. Oder vielleicht auch nicht. Ja, gut, jetzt sind die 11 Truppen weiter marschiert, das ist gut. Die marschieren nach Trient. Wann sind die da? Am 4. Januar. Wann wäre ich da? Am 10. Januar, vergiss es. Winterbelagerung, so. Kolonien Schwierigkeiten, wir müssen helfen, 50 diplomatische Macht oder 1000 Bevölkerung in Kespukwik verlieren. Nee, da müssen wir helfen und Soldaten geben wir auf. So, Tirol haben wir eingenommen. Ich glaube, dann nehme ich mir zuerst Trient vor. Einfach weil. Ist leichter zu schlagen. Ketzerische Gedanken schon wieder. Ich könnte so kotzen einfach, ne? Und dann müssen wir mal gucken,
Die Österreicher ziehen hier jetzt nämlich auch gerade runter. Okay, die haben sich jetzt wahrscheinlich anders überlegt. Finde ich gut, aber wir müssen die irgendwie loswerden. Das Problem ist, wir sind terrantechnisch echt verdammt scheiße aufgestellt, weil wir in die Berge rein angreifen. Und das ist nie ratsam. Deswegen müssen wir jetzt unsere Truppen auch wieder auffrischen. Aber das Schöne ist, Bayern hat gerade einiges an Revolutionen, wodurch wir auf jeden Fall besser dastehen. Und ich möchte mal gucken, ob wir jetzt mittlerweile mal so ein paar Provinzen kriegen könnten. Nein, wir haben Kriegsstand mit denen mit 6%. Toll, toll, toll. Das heißt, mit dem Krieg wird es wahrscheinlich nichts mehr. Also mit dem Frieden meine ich, dass der für uns gut ausgeht. Das wird wahrscheinlich schwierig. Also, dass wir da irgendwelche Sachen abgreifen können. Guadeloupe könnten wir uns noch holen. Wo ist denn Guadeloupe? Ah, da unten. Cool, Kanada macht hier super Arbeit und nimmt einfach mal die anderen Landstriche von England ein. Das heißt, wir könnten die eigentlich relativ gut aus Nordamerika rausschmeißen, wenn wir den alleine gegen die Krieg führen würden. Wir brauchen mehr Kriegsstand, deswegen... Ja. Wir haben einen Kriegsgrund gegen Schweiz, die haben Savoy eingenommen. Wir brauchen mehr Kriegsstand und deswegen werde ich hier jetzt auch mehr Krieg führen. Das sollte eigentlich reichen, wenn ich die Truppen hier noch mit reinschicke. Ja, wobei vielleicht nicht. Schicken wir vorsichtshalber mal die anderen Truppen noch hier hoch. Ja, wobei, die braucht es nicht. Mein Vasall ist ja auch noch da. Boah, wenn ich jetzt verliere, ne? Papst durchschaut unser Doppelspiel. So. Wir haben eine neue Forschung, und zwar Militär. Sehr geil. Militärtaktik erhöht sich und die Moral erhöht sich. Super. Dadurch haben wir jetzt auf jeden Fall einen Vorteil. Hoffe ich doch mal, dass die Österreicher die Forschung noch nicht haben. 14. Ich bin bei 15. Sehr gut. Wir haben auf jeden Fall gute Karten. Wir stehen jetzt sehr, sehr gut da. Das ist super. So, aber die einzige Sache ist, eventuell müssen wir schauen, dass wir unseren Thronfolger irgendwie umbringen. So, eine unserer Kolonien ist selbst erhalten geworden. Super. Aber es war keine, wo ein Kolonialist drin saß. Ja. Wir erhalten mehr Bevölkerung in einer unserer Kolonien. Super, das freut mich immer wieder zu hören. Wir haben ziemlich hohe Unruhen. Liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Stabilität recht niedrig ist. Man sollte immer so schauen, dass die Stabilität so um Dingsen liegt. Um 2. Konvertierung erfolgreich. Super. Kann ich noch was konvertieren? Nein. Was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte gucken, wie es aussieht mit Frieden und so. Ja, wir sind jetzt bei 8%. Super. Ganz großes Kino. Für 8% können wir uns gar nichts kaufen. Guadeloupe hätte ich gern. Und Ukamakaka. Ja, wobei Guadeloupe könnte behalten. Ja, ja. Ich meine, wir brauchen mehr Kriegsstand mit Österreich. Wie machen wir das? Indem wir einfach Österreich den Hintern versohlen. Mehr und mehr und mehr. Allerdings wird dann wahrscheinlich eher die Niederlande Frieden schließen mit Österreich, als dass wir da irgendwie auf einen Kriegsstand kommen können, mit dem wir irgendwas fordern können. So schade es ist. So, Kärnten ist eingenommen, dann nehmen wir noch Görz ein. Bayern belagert Tirol und Lienz. Also, beziehungsweise Lienz wird noch von Österreich belagert. Ist jetzt nichts, was mich jetzt so unglaublich aus den Latschen haut. Wie sieht's aus mit dem Kriegsstand? 11%, cool. Also eine Provinz könnten wir uns auf jeden Fall schon mal holen.
von den Engeländern. Stadacona. Warum wird mir das nicht angezeigt? Stadacona. Schweden, Kanada. Stadacona. Wird mir nicht angezeigt. Kann ich das irgendwie... besetzt durch Kanada. Hm. Weil die Provinz hätte ich halt nämlich echt gerne eigentlich, weil die ist St. Lorenz-Strommündung. Lokaler Handelseinfluss plus 10. Also die würde sich lohnen. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist Holland ja auch so lieb und gibt mir ein paar Provinzen, auf die ich irgendwie einen Anspruch habe. Kommt ja doch auch ab und an mal vor. So, Epetepepedevik ist selbstständig. Dann können wir den Kolonialisten in die nächste Provinz schicken. Kolonisten. Kolonisten heißt es, glaube ich. Und dann müssen wir uns dann demnächst um Lienz kümmern. Cool, neue Idee. Größeres Kolonialwachstum. Nehmen wir sofort mit Handkuss. Und danach müssen wir gucken, dass wir mehr in Forschung wieder investieren. So, wir haben konvertiert. Dann konvertieren wir noch mehr. Ja, es sind noch einige Provinzen, die... Ah cool, Verona ist fertig. Wachstum der Städte lockt Leibeigene herbei. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wie greifen wir da am blödsten an? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis noch eine andere Armee fertig ist. Weil ansonsten können wir hier nicht richtig angreifen. Und dann wird Bayern wahrscheinlich noch mit reinkommen und dann müssen wir noch... Ach, fuck. Und das müssen wir wahrscheinlich auch noch bekämpfen dann. Und eigentlich ist alles ziemlich scheiße, wenn wir da jetzt angreifen. Aber wir machen es trotzdem, weil ohne Spaß geht das hier nicht. So, das heißt, jetzt kommt der Final Showdown. Zoll auf Pelze, bitteschön. So. Ja, die kriegen jetzt gerade ordentlich einen auf den Sack, weil unsere Taktik ist höher, das ist gut. Unsere Moral ist wesentlich höher und unsere Disziplin ist auch ein bisschen was höher. Das sind alles so Faktoren, die das beeinflussen. Und deswegen haben wir jetzt auch den Sieg davon getragen. Und die haben einiges an Truppen verloren, wir allerdings viel, viel mehr, weil wir nämlich im Berg gekämpft haben, in den Bergen. So, dann... verziehen wir uns mal wieder in so ein paar Regionen, wo wir einnehmen wollen. Oh, krass. Jetzt haben wir ihre Truppen komplett aufgerieben. Jetzt haben sie sehr, sehr viel verloren. Upsi. Tut mir furchtbar leid. Sorry. Mein Fehler. Kann passieren. Wie gesagt, tut mir echt leid. So, wie sieht's denn aus in Amerika? Alles ruhig, alles schön, alles nett, alles kanadisch. Dann gucken wir doch nochmal, ob Österreich jetzt vielleicht mal bereit ist, mir so ein paar Sachen abzutreten. Oh, cool, wir sind bei 17%. Das heißt, wir könnten Amatakakanakak und Unamakakadakak fordern. Allerdings irgendwie leider nicht Stadacona. Warum nicht Stadacona? Ich weiß es nicht. Aber ja, das ist eigentlich alles, was ich möchte an Friedensverhandlungen. Ja, jetzt ist nur die Frage, die Niederlande. Man würde 66 diplomatische Macht kosten und wir kriegen auch ein bisschen einen schlechten Ruf. Ja, das ist nicht so tragisch. Ja, ich weiß nicht, sollen wir den Frieden machen? Boah. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen was weiter kämpfen und einfach hoffen, dass mir Holland die Provinzen gibt, die ich haben möchte. Was ich auch machen kann, ist speichern. Ich speichere jetzt einfach mal noch. Und dann lassen wir es einfach mal weiterlaufen und gucken, wie lange es braucht, bis Holland mit Österreich Frieden schließt. Jo. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung.
Finanzbericht. Wir können ein Darlehen zurückzahlen. Das machen wir natürlich gerne. Konstanz wird belagert. Ja, ja. Ja. Ich sollte vielleicht eine Armee abstellen, um so diese ganzen Kleinscheißbelagerungen aufzuheben. Machen wir mal. Bam, Augsburg wurde zermatscht. Gucken wir jetzt noch, dass wir die Bayern noch erledigen. So, geil. Österreich hat jetzt gerade noch den Krieg erklärt bekommen von Ungarn. Das heißt, Ungarn wird jetzt über Österreich drüber wälzen, sondergleichen. Weil Österreich sich einfach nicht mehr wehren kann. Da ist nichts mehr übrig von Österreich. Also wir können mal kurz in die Armeen reingucken. 3000 Truppen haben sie noch und 10.000 Reserve. Pff, das ist witzlos. Das ist wirklich witzlos. Also das ist jetzt quasi einen liegenden Menschen treten. Ungarn hat es jetzt sehr leicht. Ja, finde ich aber gut. Wenn Österreich weg ist, dann haben wir einen großen Verbündeten, der auf unserer Seite steht. So, Niederlande hat Frieden erklärt, Frieden geschlossen. Wie sieht's denn aus? Haben wir irgendwas bekommen? Stadacona nicht und Atemake nicht. Alles klar, ich würde sagen, das ist Zeit zum Laden. Kann sein, dass mein Spiel jetzt wieder abstürzt, aber es, so wie ich sehe, haben wir auf dem Timer eh nur noch 3 Minuten. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach mal und wenn ich weg bin, bin ich weg. Wenn ich weg bin, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ansonsten Augen zu, Daumen drücken. 3, 2, 1. Ha! Erfolgreich geladen, super. Weil dann schließen wir nämlich direkt jetzt Frieden. Und holen uns die Provinzen, die wir haben wollen. Nämlich die zwei hier. Können wir uns sonst noch irgendwas holen? Trient noch? Nee, geht nicht. Das übersteigt unsere Kosten. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Finde ich besser als nichts. So. Und dann haben wir Frieden geschlossen mit Österreich. Österreich steht auch nicht mehr so gut da. Deswegen mache ich mir jetzt auch nicht so Sorgen, dass Ungarn da eventuell Probleme haben könnte. Wir können jetzt demnächst wieder ein Darlehen zurückzahlen. Super. Ja, dieses Stadacona, das nervt mich, dass das jetzt nicht uns gehört.